Hallo und willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. So, einen sumpfigen Dutch kommt sofort. Oh, wir sind ja direkt in der Nähe. Das ist schön. So, Wegpunkt ist gesetzt. Und dann schauen wir mal, dass wir Bronte ausschalten können und danach vielleicht sogar eine Bank überfallen. Wir haben das Geld echt nötig. Und danach geht's nach Tahiti. Zumindest, wenn man Dutch glauben kann. Ich glaube aber noch nicht wirklich dran. Hätte ich bestimmt irgendwie schon mal gehört. Hätte das geklappt und man könnte auf Tahiti spielen. Wird sowas von wieder schief gehen. Oh, hier ist irgendwas. Ein verrückt gewordenes Schwein. Ja, lauf nur weiter, du. Ja, wir laufen in dieselbe Richtung. Ach, das ist ein Speer. Oh, das Waffenrad, die Problematik ist immer noch nicht besser. Sehr gut. Ah, da sind ja schon alle. Diesmal nehme ich aber meine Waffen mit. Also einmal Bolt Action und einmal seltenes Rolling Block mit Visier. Vorsicht Hund. Ja, ist ja gut. Vorsicht Ziege. Ich mache mal einen Wegpunkt aus, nicht, dass der die ganze Zeit angezeigt wird. Und du bist auch ein schönes Tier. Schöne Ziege. Was bist du denn? Gewöhnliche Hausziege? Nee, nee, Gebirgsziege. Hätten wir am Arsch erkennen können. Also zumindest ein Ziegenliebhaber hätte das machen können. So. So, Dutch, what's Tahiti like anyhow? I have no idea. But I hear it's paradise. Oh. Da wollen wir hin. There you are. Auf dem einen Weg oder dem anderen. Thomas, let's get going. Right you are. Ich freue mich auf die Mission. Du kannst ruhig ein bisschen schneller rudern. Hey Bill, you were a sharpshooter in the cavalry, weren't you? What? When we get there, maybe you could help with the suppression fire. I never said I was no sharpshooter. Oh, that's right. What was it? The nation's most loyal latrine digger, wasn't that it? Yeah, well, I fought, and I fought well. So you always tell us. You taught me something you could do with learning. Them Indians were savages. Watch them out there, boy. Watch it. Only type of savage in these parts are moonshine, swilling, pompous, inbred locals. Dutch, I saw things out there. I don't doubt you saw things, Bill, but your tiny little mind was too small to comprehend what you saw. Uh-oh. What you saw was people who lost everything to savagery. Savagery of peasants. Failures come from Europe to reap some awful vengeance on God's last creation. Interesting way you boys gotta prepare for a killing. I'm sorry I wasted my life trying to teach you boys. Love you though, I do. Well, leaving love aside, you think we got this? Don't you never leave love aside, Arthur. It's all we got. Oh. Krokodil hinter uns. Schnell runter vom Boot. Müssen die sich fetzen, bevor wir alle drauf gehen. Pick us up yonder. I got you. Thank you. Good luck to you. Come on, quick. Stay quiet. Ich bin leise. Ganz, ganz leise. Und gleich wird's laut. Jungs, ich will auch hoch. Jungs. Sehr gut. So, zieh mal durch. You're with me. Arthur, John, you take the left side. If you see a shot, you take it. Okay? Good luck, gentlemen. Dankeschön. Nein! Wo ist mein Visier? Let's go. I said you're with John. Ich bin bei John. Was willst du? John, Vorsicht, da ist doch einer. Wieso sieht er dich nicht? Ich hab die Chance zu schießen. Wir werfen Schatten durch das Licht. John, das ist keine gute Idee. Have you got a shot? Ja. Something creepy about these statues. Soll ich? Warum nicht? Läuft doch. We're coming!
Send it right back at them. Your time is up, Bronte! Ah, ich treffe mal wieder mit. Hätte Zielwasser trinken sollen. Oder mein Zielfernrohr wenigstens mitnehmen. Oh, der Schuss war gut. Arsch. Wo waren denn ihm seine Füße? Hat's den aus den Socken gehauen? Hey! Ich hab dich eindeutig getroffen. Jetzt habe ich dich eindeutig getroffen. Hoffentlich kommt die viele Polizei nicht wieder, um den Freund, ihr Freund Bronte zu rächen, würde ich mal sagen, so wie das hier läuft. Auch getroffen. Kann ich plündern? Vielleicht lohnt sich's ja. Oh ja, plündern nur den einen. Goldener Ehering. Dutch, hier liegt das ganze Geld, was wir in Tahiti brauchen. Arthur? So habe ich es jetzt so aufgesperrt. Deswegen sollte man nicht vor der Holztür stehen. Uiuiui. Nein! Ich habe ja nur eine doppelläufige. Dann nehmen wir mal wieder die andere. Ich sollte auch jetzt nicht nachladen. Die haben 4 Dollar dabei. Das soll ich alles liegen lassen. Bist du jetzt komplett durchgedreht? Wir haben noch einen upstairs. Das hoffe ich doch. Irgendwer schreit hier auf Italienisch. Durchs Fenster. Ja, sofort. Plündern. Sonst schafft hier ja niemand Geld dran. Ah, die nerven schon. Die nerven schon wieder rum. Die haben so viel Geld dabei. 20 Leichen mal 5 Dollar sind 100 Dollar. Du bist nicht Bronte. Eintreten. Wer? Das? Oh, das ist Pech. Hey, lass John in Ruhe. Okay, I'm sorry, friend. No, name your price. Name your price, every man. Okay, no, I surrender. I surrender. Should we kill him? Nah, let's take him to Dutch. You can carry. Das klingt gut. I ain't touching that piece of shit. Du willst einfach nicht schwer heben. Ich plündere ihn. Die Firma dankt. Hat er nicht hier irgendwie noch was Wertvolles wie ein Tresor? Nein, ich kann ihn nicht. Kann ihn nicht ablegen. Oh, ich wollte doch hier noch alles durchsuchen. Da sind bestimmt sehr wertvolle Sachen hier drin. Na egal, wir rauben ja gleich eine Bank aus. Oh je. Jetzt bin ich wieder gesucht. Wieso habe ich keine Maske auf?
Schieß, Jungs. Oh, ich kann auch schießen. Ja, was glaubst du, was ich hier mache? Was glaubst du, was ich hier mache? Treff besser als ihr alle, was ziemlich traurig ist. Ich toleriere gerade das Law nicht. Die wollen ihn hier nur töten. Oh, nicht nett. Boah, mit was schieße ich denn? So, geht doch. Wo ist das Boot, von dem alle reden? Da hast du dich verkrochen. Ja, ja. Put him in front. Bill. Bill. Got him. Oh, come on, Lenny. Lenny, wo bist du? Da bist du. Let's get out of here. Yep. Oh, hey, big man. We gonna ransom you or what? You're pathetic. Well, I am. Because from where I'm sitting, you're the one deserving of pity, my friend. All your men. All your money. It weren't no match for a bunch of bumpkins. You are nothing. Me, me nothing. You stand for nothing. Me, I run a city. Gehörte. And when the law catch up to you, you will die like nothing. I am this country. You are what people are running from. I possess things that you will never understand. You don't even possess your own men. $1,000 to the man who kills him and sets me free. What are you gonna say now? They are even bigger fools than you. No doubt. The law will find you. Already, the dogs are on the way. Oh, yeah. Oh, you're right. You are so right. They are good at smelling filth, huh? So filth has got to be disposed of. Friends of Pinkertons are gonna come and rescue you, you repulsive little maggot. Dutch. Call them now. You call them. Dutch ist jetzt komplett durchgedreht. Your philosophy books cover feeding the fellow. The goddamn alligator, Dutch. Ja, das habe ich auch gemacht in vor zwei, drei Episoden. That part. I don't know. Well, I do. It ain't nice. I know it. But it is us or him. I figure it might as well be him. Der hat nicht mehr alle Nadeln an der Tanne. Oh je, oh je. Und ich muss mal wieder zum Friseur. Na gut. Tod ist tot. Jetzt wollen wir die Bank überfallen. Ach, komm schon. Was hätte ich besser machen können? Außer alles. Ah, nicht alles. Durchsuche jeden Raum in Prontes Villa. Ja, hätten die nicht so gedrängt, hätte ich das gemacht. Lande 20 Kopfschüsse. Ich habe bestimmt viel mehr gelandet. Deswegen hat es nicht gezielt. Ich habe viel zu viel gemacht. Ah, dann laufen wir mal ein bisschen schneller, was? Dutch will ja noch eine Bank überfallen. Und solange noch wenigstens ein bisschen. Hi. Hi. You okay? Yes. Just thinking about Kieran. This is the way to do this job. The distraction of He was always living on borrowed time.
Naja, naja. It's the right plan. We've done the work. I've been in town, looking, watching and waiting. I've tested it as well as I can. It's the right plan. I know, Jim. Look, the bank, Karen, Tilly, Abigail, I sent them all. They all say the same thing. There's no more than one armed guard. And the police? Er ist tot. It's a city. There are police, but as far as we can tell, the patrols will all be going this way when Abigail and I cause the diversion. That's the opportunity. What do you think, Arthur? I don't see we have a lot of choice. Das ist richtig. Around here, we know we're dead. But the plan? We got a decent bunch. We know how to fight. The city cops don't seem so tough as long as we move fast. Mm-hmm. I reckon doing it in the day with a distraction. If that's what Jose is saying, it's as good a plan as any. I think I agree. We do it at night. There's the dram of just getting into the bank. Can't do that silently. They'll pick us off far easier. I know. I'm just making sure. Every plan is a good plan if we execute it properly. Every problem we had was because we did not execute properly. Even Blackwater, from my understanding. You're right. Na gut. Los geht's, Jungs. Let's rob this bastard. Everyone get some rest. We ride out in the morning. Look smart. Travel light. Ja, warum nicht? Ich nehme nur meine 20 Schießeisen mit. You got everything, Arthur. Sure. So, we rob ourselves a bank, and within 6 weeks we're living life anew in a tropical idyll, spending the last of our days as banana farmers. Let's get out of this godforsaken place and go rob ourselves a bank! Sehr gut. Come on, Hosea, get moving. Wir schießen ja eh alles platt. So, jetzt wähle ich aber Waffen aus. Bolt Action. Super Zustand. Und dann Rolling Block, aber das seltene. This is it, gentlemen. Achso. Waffe. Nehmen wir nicht die Mauser. Könnte auch Akimbo nehmen. Wieso macht man das eigentlich nicht? So. Last one. Where have we heard that before? What has happened to you, John? You lost all your heart. Es geht ja auch alles schief. Real about all this. Real. Oh, how I detest that word. So devoid of imagination. How soon are we shipping out? Soon as we get a passage organized. Boat down to Argentina and another around the Cape. What about the money in Blackwater? We're just gonna leave that behind? Forget that. It's gone. You all talk like it's the only goddamn money in the world. We're gonna take that and more. Take it from the people who take it from us. This isn't some hick town $100 operation. This is a big city bank. Right. With security, guards, police. Mm-hmm. Hosea has done his reconnaissance. We've been over this. The plan. One last time. Sehr gut. Ich hab die erste Mal nicht aufgepasst. Draw out the police. We go in calm and fast. John and Lenny, secure the front doors. Javier takes the side exit. Das geht sowas von schief. Micah and Charles, control the crowd. Me and Arthur, deal with the bank manager and vault. Got it? Na, da gehöre ich hin. Zum Geld. Gentlemen, let us go ahead. How long do you need? Not long. 15 minutes or less. You'll know by the noise. Any problems? We'll see you in camp. Good luck, gentlemen. Right on! Yeah! Euch auch viel Glück. Everybody know the drill. We head in hard and stay calm. They won't be expecting us. Any minor trouble, head back to camp. We'll leave in a few days. You good, Bill? Sure. Then ride on with Charles. We don't want to be seen heading in like some posse of country outlaws. This is it, cowboys! One more time! Ja, Dutch. One more time. Ich glaube, einmal noch wäre ein guter Folgentitel. Das muss ich mir merken. Schreibt bitte in die Kommentare, falls die Folge nicht so heißt. Ich bin sehr vergesslich, was Titel, Namen, alles Mögliche angeht. Ach, schon eine coole Szene hier. Und ich hoffe, ich komme mal mit ein paar Tausend raus. Die letzte Bank war ja ganz erfolgreich. Dann schreit doch nicht und unauffällig rum.
Ich hab das coolste Pferd. Ich hab's gewusst. So normal sieht's hier gar nicht aus, oder? Obwohl die Polizei, die hat da nix. Ja, eine wollte sich da nicht einmischen. B, das Spiel hat wieder meine Waffen gewürfelt. Dann gebe ich dem Spiel die Schuld, warum ich nichts treffe. Gentlemen. Achso, kann ich nochmal auswählen. Wozu habe ich mich vorbereitet? It ain't no crime at all. Folk like this, they stole what this country could have been. Wo ist dein Zylinder, Dutch? Ich bin natürlich. Hab ich noch einen Hut? Ich fress mal noch ein bisschen Salzfleisch. Wildfleisch. Sehr gut. This had better work. Looks like there's law over the other side. Have a modicum of faith, John, will you please? Soon as we get out, Bill hat einen komischen Anzug. Der macht ihn ein bisschen dicker. Und wollte nicht so viel Streifen haben. I love that. He is a true artist. Zum Glück sind wir so unauffällig. Bewaffnet bis an die See. Kann nicht mehr reden. Bewaffnet bis an die Zähne. Vor der Bank. Niemand sagt was. Hey, was hat der für eine Maske auf? Krass. Okay. Dreht ihr auch? Arthur, would you please have Senior Bank Manager here open up the vault? Ich zähle bis drei. Open the vault, come on! Ja, hier noch eine Tür. You're with me. Let's clear this out. I need the combination for these safes open. Tell him the combination. Come on, speak. Speak or die. Now. First number. 19. Got it. Okay, now, what's the second number? 72. All right, should be one more number. Last number. Come on. 54. Er sagt doch 54. Ja, hat nicht getriggert. Yeah. Okay, I'm in. What did I tell you? Holy shit, they were joking. Das ist doch nicht so viel, oder? Nehmt trotzdem alles mit. Come on, let's go. Was? Da sind noch Tresore und sonst was. Kann ich das jetzt knacken? Nö. Think we got a problem out here. Come out! It's over! Shit! Milton! Dutch! Get out here! Scheiße und Hosea! Someone must have squealed! Never should have gone after Bronte, Dutch. Mr. Milton? Let my friend go! Or folks, they are gonna get shot unnecessarily! Your friend? Why would I do that? Come on, Milton. It's over. No more bargains. No more deals. Mr. Milton, this is America. You can always cut a deal. I've given you enough chances. Come on. Nein. No. Nein. God damn it. There's your deal, Dutch. Hosea. Ihr werdet sterben. Ihr werdet sowas von sterben. Bin dabei, Dutch. Nein, Hosea. Alle Charaktere, die ich mag, sterben. Hosea! They killed Hosea! God damn!
Scheiße, das war einfach Rosins letzter Tag. So. Alter. Das war effektiv. Ziemlich blöd. Ab nur so. Ah, sagt er auch. Sollte drauf schießen. Aufs Dach? Woher weißt du, dass es hier aufs Dach geht? Hätten uns wahrscheinlich am Anfang hier stationieren sollen. Oh nee, Jose. Das ging voll in die Hose. Das wäre auch ein Folgentitel. Komm schon, Arthur, schieß! Seid ihr auch so viel auf dem Dach? Na, da hast du recht, Javier. Where is everybody? What's going on down there? We lost control of the bank. The others are trying to hold them off. Okay. Boah, wie viel Schaden wir hier machen der ganzen Zivilisation. Oh, Gatling Gun. Schlechte Erfahrung mitgemacht. So. Bevor die mich ummähen. Ich dachte, dich hätte ich besser getroffen. Nachladen. So, dann wollen wir mal dead. Nein, Micah! Hat mir einen Schuss versaut. We lost John. Killed? Arrested. I couldn't help. Well, we better go. We'll be next. Und zumindest nur verhaftet. What you think? I reckon me and Lenny try and find a way across the roof, so if you'll cover us. Sure, sure. Go on! Haben wir das Geld noch? Ja, ich komm. We can get across here. Vorsicht! Nein! Nein! Josh, we got Lenny. Nein! Oh, God damn them! We can't stop now, Arthur! We're all dead! Nein! Wieso alle, die ich mag? We're gonna have to jump! Arthur, go! Okay! Nein! We gotta keep quiet and keep moving, or we're gonna be dead in the next few minutes. Follow me, one at a time. Arthur, you go next. Gotta keep moving, quick and quiet. Come on. Das war aber ein großer Sprung. Wir hätten auf das Kleine springen sollen. Careful, there's more law down there. Find these men, all of you.
Uh-oh. No, not yet. Find them! Find them! Shit! Looks like they're heavily patrolling around here. Arthur! Arthur! We can get in here! Ja, und woher wissen die anderen das? Ah, da sind sie ja alle. I don't believe it. They knew we were coming. Just like your ferry job in Blackwater. Ain't nothing like that. Oh, sind wir gebeutelt und am Arsch. I don't know. Scheiße, Lenny. This whole town is filled with cops. Well, how long are we gonna stay here? A few hours? We go back to camp? They're gonna get every last one of us. I know they're gonna be watching the roads. I got it. A boat. What you mean? We stay here till nightfall. Then we sneak on down to the docks. We get ourselves out of here. Yeah, where? Any place will do. That's all I got. We leave. Das ist gar kein schlechter Plan. We come back for the rest in a few weeks. I'm guessing. Mir gefällt Micahs Visage nicht. We die out there right now. Exactly. Now everybody, calm down. I mean, look at us. Ah, ein Haufen von Mördern. Also okay. Zumindest das Dach hätten sie durchsuchen können. Die wissen ja, wo wir oben waren und von dort aus alles Erreichbare abgrasen. Glaubt, das hätte die richtige Polizei gemacht. Als ob die Boote nicht überwachen. Nehmen wir doch den Scheiß zu. Just wait a second. I'm out. God damn it. This mic just keeps getting better, doesn't it? Everyone stay down and keep quiet. We can't stay here. Let's cut through the train. Follow me. Da kommt ein anderer Zug. Dutch, das ist nicht so unauffällig, wie du denkst. Someone's coming. Look out on the left. Stay low. Zum Glück sieht er mich nicht. Alter Schwede. Someone's coming. Duck. Duck down between the seats. I hear someone. Ich kann nicht weiter. I don't see why we have to check the train. They just robbed Lemoyne National Bank. It's not like they're gonna take the first line out of town. Warum nicht? Milton said a lot. Come on, I won't be out here all night. Vielleicht hätte man noch länger warten sollen. Nicht zu Nachtanbruch. Hier ist, glaub ich, schon spät in der Nacht. Keine Leute sind hier. Dann lass die Deckung. Boah. Shit, stop, Arthur. Sag doch nicht immer meinen Namen. Damn it. We're never gonna get past these fellas. Arthur, head over to the water. See if you can draw them out. Draw them out? How? I don't know, make a noise, whistle or something. Ich gebe mein Bestes. Vorsichtig, Arthur. Vorsichtig. Huh. What was that? Ich hab gewichelt. Und
bin noch versteckt. Ich soll jetzt Dutch folgen. Ah, ich dachte, die erstechen die irgendwie hinterrücks. Wusste nicht, dass ich da weggehen muss. Kontrollpunkt neu starten. Shit, stop, Arthur. Ja, ja. Oh, damn it. We're never gonna get past these fellas. Ich weiß, ich Arthur, weiß. Head over to the water. See if you can draw them out. Draw them out? I don't know, make a noise, whistle or something. Da wäre vorne, glaub, ein Boot, das wir nehmen könnten. Ihr meint ja nur, könntet mir folgen. Did you hear that? Ich hoffe, die haben's gehört. Here. Hello? Is someone whistle out here? Alter. Quick, get in cover and stay out of sight. Was glaubst du, was ich versuche? Oh. Wir sind so unauffällig, wir sind so unauffällig, wir sind so unauffällig. Das stimmt. See there? Sure. What you think? I don't know. They're watching for us. Maybe. Maybe not. Well, they ain't just waiting there for no reason. Yeah. Let me think for a second. I'll deal with them. What? How? I can't kill all of them silently. So, when they chase me, you go the other way. What are you Was? Talking about? You heard what I said? Warum? Oh, I like it. Real brave. What in the hell? Who is... Excuse me, buddy! Hey, stop! Stop, stop! That is one of the most Come beautiful acts me, I ever saw. Come on. Überlebt er. Nicht Charles auch noch. Ansonsten habe ich nur noch Javier. Ein schönes Schiffchen hier. Auf nach Tahiti. Michael in seinem Poser-Outfit. Weißes Lackgewand oder was er da anhat. What now? Well, at least we got some gold. Sure. This boat ain't going to Tahiti by any chance. I don't know. John, Lenny. Jose, that wasn't good. Nee, das war nicht gut. So what are we gonna do now? Guess I'm gonna introduce myself to the captain. Give him some of this gold to secure his silence. And find out where we're heading. How do I look? Like a shifty, no good killer on the run from the law. Ain't that the truth? Excuse me, sir. Hey, who are you? Forgive me. A stowaway. Can I see the captain, please? I come in peace. Ah, wird schon regeln. Wird schon regeln. Sonst verkackt zwar well, alles. It's gonna take a little more gold, but I think we're gonna be okay. This captain, he is a fine fella. A New Englander from the Cape. The rest of the ship is Frenchmen. They're heading down to the islands, taking some Pennsylvania coal. Now, apparently, we're gonna be able to slip ashore in northern Cuba in a couple of days. That's so. Apparently. Okay, auf nach Kuba. What are we gonna do in Cuba, Dutch? Hold up for a while, then hurry back, gather up the rest of our family. At least we got some money now. Money and loyalty. With that, you can do whatever you please. So you reckon they'll follow us to Cuba? Like Colonel Waxman on a jolly? I highly doubt it.
I reckon we hold ourselves to ourselves, and this is done and dusted. Let's hope so. I ain't no sailor, but, that cloud look like good news to you? Nicht wirklich. Wird's jetzt noch stürmisch? Was denn? Oh nein, kann ich einmal was klappen? Ein ganzes schönes Zeug. Oh oh. I'm okay. You? Yeah. Leave my mitt. Yeah, you go on ahead. I'll try and find another way. Oh, god damn it! Ai. Deswegen nehme ich überall meine Schwimmflügelchen mit. Wieso brennen wir denn so? Ihr habt nie zufällig noch ein anderes Rettungsboot? Ich würde wenigstens so ein Fass nehmen und mich daran festhalten. Das sieht sehr erfrischend aus. Schade, dass es Salzwasser ist. Ich werde bestimmt schon irgendwo angespült. Ist es Tahiti? In der neuen Welt bin ich anscheinend. Aufstehen. Vielleicht habe ich ja nur insgesamt einen Fiebertraum. Bloß mit der Bank ist noch gar nicht geschehen. Tja, jetzt wird's ein Sandbox-Survival-Spiel auf einer einsamen Insel. Wir haben nur eine einzelne Kokosnuss, mit der wir Liebe machen können. Irgendwie so. Okay, wir zoomen immer mehr raus. Ich kenne die Insel trotzdem nicht. Selbst wenn das Spiel mir die gleich von ganz oben zeigt. Bin wieder rangezoomt. Hier ist auch bestimmt ein Rum versteckt von irgendwelchen Piraten. Komm schon, Arthur. Hast sein schönstes Outfit extra auf dem Schiff gelassen. Das gefällt mir nicht. Ja, ich lauf doch. Anscheinend nicht mehr. Komm schon, trink wenigstens einen Schluck Wasser. Nicht unbedingt aus dem. Wird doch hier sicher einen Fluss geben. Kokosnüsse. Okay, da ist noch eine andere Insel. Sind wir auf Hawaii? Oh, da ist großes Land. Ich glaube, wir sind nicht sehr weit gekommen. Interessant. Aber nett hier. Wünschte mir, wird's nur ein bisschen besser gehen. Weiß jetzt nicht, was Arthur eigentlich da erwartet, wenn man einmal das... Oh! Eidechse. Nee, ein Komodo-Varan. Was Eidechsen-ähnliches. Ich hab ja verstanden mit den Kameraperspektiven. Irgendwann muss das sinnlose Gelaufe auch mein Ende haben. Was macht man denn hier? Toll, jetzt sind wir umgefallen.
Na, Arthur ist ein Kämpfer. Mama. Interessant. Gibt es hier tatsächlich eine neue Region noch? Schauen wir mal kurz auf die Karte. Tatsächlich. Bisschen neu ist sie. Und nicht so groß. Boah, hab ich noch Wildfleisch? Ich glaube nicht. Schauen nach Rauch. Ah. Wer ist denn das? Wer ist denn das? Ich glaube, da kann man noch hinschauen. Hallo? Irgendwer, der mich braten will? Kenne ich die Leute nicht? Hey! Boys! You're alive. Arthur! Oh, boy, that's it. Oh, Jungs. Wie lang war man denn hier? It is a miracle. It is a goddamn miracle. Here, have something to drink. Have a drink. Somebody give him a goddamn drink. Oh ja, das ist notwendig. Son, take it easy. We got you. We got you. Tja, Dutch, der Plan ist wohl gescheitert, was? Where the hell are we? We are on the island of Guarm. Javier asked the local. It's a old sugar plantation island. Second island. East of Cuba. Is it anywhere near Australia or Tahiti? Ich fürchte nein. On the way, I guess. So. Vorsicht. What next? I don't know. Well, next I guess we're gonna get shot. Encadenen a estos hombres. Nein. This is quite keine welcome. Ketten für die Onkels. Señor, por favor. We are no one. What's your name? Aiden O'Malley. Is that so? What are you doing, Mr. O'Malley? Surviving. We were lost at sea, in the storm. Is that so? No. I'm in the habit of looking like this. Is all of this really necessary? We got enough troubles around here right now, Mr. O'Malley, without taking a chance on a bunch of vagabonds. Behave yourselves and no harm will befall you. Vamos! Na gut, dann vamosen wir mal voran. Das ist gar nicht so leicht, so zu laufen. Eine andere Gruppe? I don't get your drift, Mr. Levi Simon, Senior Overseer for Alberto Fusar. We run the third most productive sugar plantation in the Northern Caribbean. Schön für euch. Where there's money to be made, there's trouble. What sort of trouble? Oh, the usual sort. People wanting what ain't theirs and others telling them to take it. I don't get you. Unfassbar. Labor troubles. And other thieves and pirates looking to disrupt our ways of working. How very upsetting for you. Not half as upsetting as it'll be for them. Mr. Fusar has a lot of very powerful friends. I will bet that he does. Bunch of Haitian pirates won't frighten him. They'll be strung up in the streets soon enough. And do we seem like Haitian pirates to you, Mr. Simon? You seem like someone or other. We was headed to Tahiti. You was going the scenic route. Just as soon as I know exactly who you are, you'll be free. In the meantime, you'll not starve. Das ist schon mal was. Llévese a estos hombres a la cárcel. Junto con el grupo de cucarachas de ese campesino. Ich will nicht ins Gefängnis. Dispárales a todos. Nein! Nicht erschießen. Welcome to Guama, gentlemen.
Now, if you'll excuse me. Ja, schönen Tag noch. What now, Aiden? I don't know. What do you think? I think we've got to get out of here. Yeah, but they can't find out who we are. Da sind doch noch Leute um euch rum. We're stuck then. Vielleicht sprechen die Englisch. Well, for what it's worth, I think I would have preferred Tahiti. You and me both. Im Gänsemarsch voran. Hier aus Guama kommt doch der ganze gute Rum. Who are these people? Who knows? Well, they got them chained and lashed, but they don't look too dangerous. Excuse me, sir. Who are our new friends here? Criminales. What crime did they commit? Insurrection. Aufständische. Insurrection. That's quite a word. Cállate, señor Fuentes. Muévanse. Todos. Ja, todos, vamos. Ist das wirklich nötig? Anscheinend ja. Ich will wieder nach Hause. Anscheinend hört niemand auf mich. Irgendwie kommt mir dieses Felsding bekannt vor. Das ist wahrscheinlich ein Wahrzeichen von der Insel. Oder ein Merkmal für diese Insel und wird schon in vielen Videospielen so dargestellt. Was ist jetzt los? Genau, Bastardos. Jetzt schießen wir auf euch. Aha. Au, au, au. Nicht in den Rücken. Dankeschön. Everyone okay? Yeah. Damn. Reinforcements. Mon Dieu. We need to get out of here. Now we're in trouble. Come on, Fevit, everyone, follow me. Fevit, come. Au, au, au. Javier! Nein, Javier! Get out of here, there's a lot of them. What do you think? We gotta move, Dutch! Don't lose faith! Scheiße! We'll find you! Cui, go! Mir geht's nicht so gut. Quickly, I have some guns stashed here. Komm. Ja, ich bin schussbereit. Hey, sind das meine? Nicht ganz. Wie habe ich den getroffen? Ja, ich schieß doch noch. Wie viel Munition habe ich? Och, das reicht. Na, also. Und das ist jetzt unser Island. Arthur, triff! Naja, Bastardus. Ah. Sehr gut. Come on, follow me. Quick! Natürlich. Das ist ja unser Ritter.
Ach, wir haben Glück im Unglück. What are you doing here? I have no idea. Running from somebody or something, I guess. How went we all? Hercule Fontaine. Dutch Vanderland. These drowned rats are Micah, Bill, and Arthur. Okay. Well, Fusa will be desperate to find you. We must be very careful. Ja, das wäre der Plan. Who is this Fusar? A tyrant, driven by nothing but power and greed. Our only purpose is to work ourselves to death to make him rich. Leon wants the people to stand up to Fusar, but most are too afraid. And you? I am not from here. I bring things in and off the islands behind Colonel Fusar's back. Ja, das ist auch ein Geschäftsmodell. Let's rest a moment. Oh, ein Down Glück. There is Aqua Dolce, Fusar's compound. The sugarcane these poor men kill themselves farming gets processed in that factory there. They're little more than slaves shipped in from other islands. A group escaped yesterday into the jungle, hoping to find a way back to their homes. Now Fusa's men are out hunting them down. That ja, old fort? Dann müssen Cinco wir die Torres. Jagen. My men and I use that as a hideout when we are here. Come on. I know somewhere you men can rest. Can we trust you? I don't see you have any choice. I am the only one who can arrange a boat for you. Das klingt gut. But I need something in return. Wir haben Geld. Help Leon with that group of escape workers and then come meet me at the fort. Na gut. You help us get back our friend and get out of here. We will do everything we can. Thank you. Gracias. Gern geschehen. If he's still alive, they will have him at Fusa's compound. There is a cave hidden below the cliffs. It will lead you right there. Thank you. The workers are somewhere in the jungle. Hopefully we can get to them before Fusa does. Of course. Gentlemen. Well? Goodbye. If this is a tropical paradise, so far it ain't up to much. I'll go scope the entrance to that cave. Arthur. I need to get some rest. Mm-hmm. Well, you're right. We all need to relax. Y'all. What a mess. I am so sorry. Ja, zu Recht. Boys. Get some sleep, Dutch. Micah, guard this spot. Bill, do some more scouting. Carefully. Erstmal in der Nacht drüber schlafen. Ein flauschiges Geweifi. So, das sieht nach einer Möglichkeit zum Speichern aus. Dann würde ich sagen, wir sind am Ende der Episode angekommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.